So Leute, Area 96, wir haben es jeden Moment geschafft zur Rakete und ja, das ist einfach richtig, richtig cool, Leute, das ist richtig, richtig cool. Ich hatte jetzt keine Probleme hier durchzukommen, ich habe ja ziemlich OP-Pads, ziemlich gute Enchants und so weiter und so fort und ich bin richtig, also richtig gespannt auf die neue Welt. Wir werden in einen neuen Server teleportiert, das heißt, wir bleiben nicht in demselben Server hier. Ich verstehe warum, weil sonst würde es einfach absolut rumlegen. Ich finde das schon gut, dass sie das so gemacht haben. Und Leute, Area 99, let's go! Hier sind wir, Leute. Und hier haben wir die Tech World. Rebirth 4 required. Und do you want to travel to World 2? Let's go, Leute! Wow, okay. Alter, wie das aussieht. Yo! Okay. Das, und rein da! Let's go, Leute! Wir sind... hier, Tech World. Ability freigeschaltet hier, Leute. Ich zeige euch die mal kurz. Warte, ich tue mal kurz meine Pets hier hin. Und jetzt mache ich hier die Ability, Leute. Wir drücken jetzt R. Bam! Sieht ganz cool aus. Die kann man natürlich auch aufleveln. Hier Ultimates, Leute. Ground Pound. Hier sehen wir Level 1 noch. Und hier ist halt dieses Black Hole. Und ich blende euch jetzt mal ein, wie das Black Hole aussieht bei den verschiedenen Leveln. Und ja, sieht schon cool aus. Das heißt, wir werden uns das Ganze auf jeden Fall jetzt kaufen. Es gibt außerdem noch neue Hoverboards. Ob wir die jetzt unbedingt brauchen, weiß ich nicht. Kann man sich vielleicht auch mal holen. Aber holen wir uns erstmal den Super Shiny Hunter in Schaden, Leute. 1200 Robux. Nicht gerade wenig. Aber hey, hier haben wir es. Und yo, haben wir jetzt ein Tutorial? Okay, wir haben ein Tutorial für die Enchants gerade bekommen. Interessant. Es gibt außerdem einen neuen weiteren Enchant-Slot ab Rang 20. So hoch bin ich leider noch nicht. Aber es war ein cooles Tutorial, muss ich gerade sagen. Das ist für neue Spieler auf jeden Fall nicht schlecht. Dann holen wir uns jetzt hier den Boss-Chest-Mimic-Enchant. Zack, zack, zack. Boom. Haben wir gemacht. Und Leute, der Ground-Pound levelt hier direkt auf. Jetzt holen wir uns aber das Black Hole für 3500 Robux. Nicht gerade billig. Holen wir uns das Ganze. Let's go. Und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall, Leute. Das können wir jetzt auch hier equippen. Aber das war ja kein Enchant, das war ja eine Ultimate. Jetzt haben wir Black Hole hier. Und jetzt equippen wir noch direkt. Machen wir mal hier Coins raus. Zack. Und packen die Boss-Chest-Mimik rein. Sehr, sehr cool. Und jetzt laden wir mal unser Black Hole auf. Und hoffen mal, dass wir das dann, ja, benutzen können. Und es levelt direkt auf, Leute. Level 30 brauche ich für Tier 2 und es wird auf jeden Fall sehr teuer. Außerdem gibt es ja auch noch diese Masteries, die kann man halt einfach hochfarmen. Und hier kriegt man quasi immer mehr Sachen, desto höher das Level ist. Das kennen wir schon aus Pet Simulator X. Und hier sehen wir auf jeden Fall einige Sachen. Zum Beispiel Flag, Duration, Mini-Chest, Odds und so weiter und so fort. Dann gibt es noch Potion Mastery, Enchant Mastery, Economy Mastery und Egg Mastery. Ja, auf jeden Fall Cheaper Eggs und Bonus Egg Slots und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Ja, ich habe ja gerade Rebirth, das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch einige Zonen freikaufen. Aber das Ganze machen wir jetzt mal, während wir unser Black Hole aufladen. Das Black Hole braucht auf jeden Fall länger zum Aufladen als die anderen Abilities, aber es ist ja auch irgendwie obvious, Leute, weil das Black Hole wird ja wahrscheinlich die stärkste von allen sein. Zünden wir uns auch direkt mal ein paar Coins Potion, eine Damage Potion, dann eine Treasure Hunter Potion und natürlich auch, haben wir auch das Inventar hier jetzt sortiert, Leute. Das heißt, wir können jetzt hier die Buffs aktivieren, ein paar Enten, zwei Stück davon und dann einfach 20 von den Fruits, ein paar Toy Bones, ein paar Toy Balls und ja, ich denke mal, das reicht. Der Teleport hier kann man jetzt auch sortieren nach Maschinen, nach Instanzen, nach Vending Machine, nach Merchants, nach Rewards und so weiter und so fort. Richtig cool. Und hier ist die Rakete, das ist dann sehr wahrscheinlich für die zweite Welt. Wo wir ja auch gleich hingehen, Leute. Also wir gehen ja gleich in die zweite Welt, sollte ich wieder Area 99 erreicht haben. Das wird allerdings vermutlich noch die ein oder andere Minute dauern, aber wir können uns hier easy durchkaufen und gleich haben wir auch schon den Black Hole, Leute. Gleich haben wir schon den Black Hole, da bin ich echt sehr gespannt drauf. Wir können hier unsere Pets aus der Daycare noch abholen, zack, und 32.000. Ja gut, das Luck Level war dann sehr wahrscheinlich nicht mehr so hoch. Ich tue da jetzt auch mal nichts Neues rein, Leute. Ich tue da jetzt auch mal nichts Neues rein und wir kaufen uns hier einfach weiter und jeden Moment, Leute, haben wir das Black Hole. Hole freigeschaltet, ja. So, Leute, wir kaufen uns hier durch und wir haben Black Hole schon auf Level 8. Sehr, sehr nice. Das wird halt mit der Zeit einfach hochleveln und irgendwann wird es auf Level 99 sein. Und ja, wir haben es gleich, Leute. Oh, was ist das denn? Daily Quests. Okay, interessant. Und Select a Card. Machen wir den hier, Leute. Und Break 3K Breakables in Best Area. Dafür kriegen wir 2 Crystal Keys. Hey, das ist cool. Das ist nice, das gefällt mir. Und Leute, wir können das Black Hole einsetzen. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin, Leute. Und setzen jetzt das Level 1er Black Hole ein. Und hier haben wir es, Leute.
Ja, okay, es zieht auf jeden Fall einiges an und es sieht sehr cool aus, Leute. Es ist noch auf Level 1, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, Leute. Aber es tut, was es tun muss und es sieht auch sehr cool aus, aber das können wir noch leveln. Es gibt dann natürlich außerdem noch andere hier. Den Chess-Spell, da gibt es den Tornado, den Pet-Search und den TNT-Schauer. Klingt alles ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann diesen Ground-Slam noch von eben. Ich weiß nicht, wie man die bekommen kann. Der ist wahrscheinlich einfach nur gedroppt. Man kann sie sich natürlich auch noch irgendwann traden. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt gehe ich erstmal bis Area 99. Big Games, der typische Loading-Screen, wie wir ihn halt kennen, ne? Skippen wir das Loading und wir sind hier in einem Server, Leute. Und hier sind wir jetzt in der Tech World. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Areas das hier gibt. Und es geht nicht bei Area 1 los, es geht bei Area 101 los. Okay, das heißt ja wahrscheinlich wird dann hier die letzte Area 199. Und jetzt spiele ich hier erstmal ein bisschen und danach schauen wir uns alles hier zusammen an. Wobei, lass uns das jetzt einmal anschauen. Also, wir haben hier natürlich ganz viele neue Eggs. Da werden wir wahrscheinlich heute nicht alle von sehen. Also, es werden nicht alle freigeschaltet, sondern nur ein paar. Aber es sieht nicht so aus, als wären hier so viele wie zum Beispiel in der ersten Welt. Das heißt, eventuell geht diese Map hier auch nur bis, keine Ahnung, Area 149 oder sowas. Hier haben wir dann den riesigen Supercomputer, wo wir auf alles zugreifen können, was wir in der Welt 1 haben. Zum Beispiel die Huge Machine, Pet Equip zum Beispiel kann ich hier zugreifen drauf, ohne dahin zu gehen quasi in der Welt. Kann mir hier mehr Pet Equips kaufen und Egg Machine, Gold Pets zum Beispiel kann ich hier direkt machen. Generell auch die Merchants oder nicht die Merchants? Okay, Merchants sieht mir nicht danach aus, aber die Daily Quests, okay, cool. Upgrade and Chance kann ich auch direkt hier machen. Das ist auch sehr cool, Leute, können wir direkt hier mal machen. Ich glaube die Merchants aber nicht, oder übersehe ich dich hier gerade, Leute? Gold Pets, Upgrade Potions, Upgrade and Chance, Daycare, Fuse Pets, Rainbow Pets, Upgrade Shoots, Magic Machine. Okay, die Merchants anscheinend dann halt nicht. Okay, das ist okay, I guess. Und auch nicht die Vending Machines, aber vielleicht gibt es da noch eine andere Lösung für. Dann gibt es hier die Group Chest, dann gibt es hier die Social Rewards wieder. Die VIP-Area darf natürlich auch nicht fehlen. Hier gibt es auch wieder Upgrades, Leute. Tap Damage für 80k haben wir uns direkt mal gekauft. Und hier gibt es dann auch die neuen Coins. Und die können wir direkt hier mal farmen. Ich stelle mir direkt meine Pets hier hin. Und das ist mehr oder weniger dann auch schon alles, was die Area hier zu bieten hat. Bis jetzt zumindest, Leute. Und es gibt das Event, dass wir jetzt quasi 1 Million Stock vom Besten von einem Huge Pet gibt es hier, was man hatchen kann. Das ist sehr einfach zu hatchen. Das geht aber nur in Welt 2. Da bin ich mal sehr gespannt. Und hier gibt es auch ein neues Tech-Spinny-Wheel. Okay, und hier gibt es Tech-Tickets, okay. Damage Potion 9. Alter, das sieht aber, das Design sieht richtig cool aus, Leute. Und eine Tech Chest, dafür brauchen wir dann wahrscheinlich diesen Tech Key. Okay, den haben wir leider noch nicht, aber wir haben ein Spinny Ticket bekommen. Dann spinnen wir doch direkt hier mal rein, Leute. Spinnen wir doch direkt hier rein und, oh, ich dachte schon, Leute. Komm, Speed 3 bekommen. Oh Mann, schade. Okay, dann spiele ich jetzt hier mal weiter und ich bin mal sehr gespannt, wie weit es hier geht in dem Update. Und es laggt, Leute, es laggt unfassbar. Aber wir können schon mal die nächste Area freischalten. Let's go. Traveling Merchant? Also, dass du so aussiehst, weiß ich nicht, aber eventuell ist das nur so ein Indikator, dass er hier spawnen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Warp-Portal zu Area 100. Oh, hier gibt es dann so Warp-Portale, anstatt diese Übergänge, die wir quasi kennen aus der Welt 1. Sehr, sehr nice. Hier gibt es anscheinend gar nichts in der Area. Okay, aber Leute, ich muss sagen, die Areas, die gefallen mir sehr. Die sehen sehr cool aus. Lass uns hier mal unser schwarzes Loch hinsetzen. Während das schwarze Loch dahin die Arbeit macht, öffnen wir mal einfach dieses Eck hier. Mal schauen. Okay, wir können es 20 Mal kaufen, Leute. Mal schauen, ob wir hier etwas OP-Starkes rausbekommen. Eine Rainbow-Cow haben wir bekommen. Jetzt ist die Frage, Leute, wie gut ist diese Cow? Ist sie besser als das beste Pet aus der letzten Area? 20 Millionen? Ja, das ist definitiv besser, Leute, als die besten Pets, die ich bis jetzt hatte. Okay, Leute, wir schalten jetzt die letzte Area frei. Sehr, sehr nice und coming soon. Okay, hier haben wir den Chest Raid, der startet in 5 Minuten. Und hier kann man auch eine Huge Glitch Cat bekommen. Der startet um 12 PM oder um 10 PM, okay. Interessant, Leute. Also in 5 Minuten startet der. Ja, wir sind hier quasi jetzt durch mit der Welt für jetzt. Da coming soon natürlich der Rebirth und so weiter und so fort. Also Rebirth 5, dann nehme ich jetzt mal stark an. Oh, sehr cool auf jeden Fall. Hier haben wir auch ein Portal und, oh, was haben wir hier unten für eine Kiste? Die sieht cool aus, Leute. Die nehmen wir uns direkt natürlich hier mal mit. Machen wir genug Tap Power? Nein, absolut nicht. Dann holen wir uns mal direkt unsere Pets hier und selbst die, oh, ich wollte schon sagen, ich hätte schon fast hier gedacht, dass die auch kein Damage machen. Aber zum Glück tun die das. Während wir hier warten, wollte ich mir nämlich ein schnelles Minigame anschauen. Hier sind übrigens die ganzen Areas, Leute. Sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Man kann sich nicht beschweren, Weekly Quests. Oh, jetzt kann ich sie machen, Leute. Nehmen wir mal das hier wieder. Break 35 Mini-Chests in Best Area für 15 Diamond für 6 Potions. Alter Schwede, das ist nicht schlecht. Vor allem, wenn man das Chest-Mimic-Enchantment-Buch hat. Okay, dann haben wir hier Potions, Leute.
Können wir irgendwie nichts mitmachen? Interessant. Ah, okay, weil die Automaten noch kaputt sind, wie wir hier sehen. Die wollen nämlich noch das Geld von der ersten Welt haben. Das haben die hier nicht bedacht, sag ich mal. Außerdem, die Merchant-Slots sind jetzt weg, Leute. Das heißt, das war nur für die Developer quasi dann da, damit die wissen, okay, wo müssen die Merchants hin? Haben die einfach vergessen, unsichtbar zu machen? Passiert einfach jedem Mal. Ich würde sagen, ist okay. Wir machen uns ganz kurz hier diesen Hoverboard-Obby. Ich hoffe, der dauert nicht länger als 5 Minuten. Und jetzt haben wir unser Hoverboard hier. Wir können uns eigentlich noch die neuen Hoverboards kaufen, aber brauchen wir erstmal nicht. Und jetzt können wir hier damit diesen Obby machen. Erinnert mich ein bisschen an Obby, but you on a bike. Aber das finde ich auch vollkommen okay. Also schlimm finde ich es jetzt nicht. Und ja, GG. Und warte, es gibt keine Checkpoints. Es gibt keine Checkpoints. Nein! Leute, der Obby, den Obby mag ich jetzt schon nicht, Leute. Den Obby mag ich jetzt schon nicht, weil, ja, gibt es hier wenigstens Checkpoints, Leute. Checkpoints wären echt super, aber ich denke mal nicht, dass wir es hier... dass es hier Checkpoints geben wird und springen wir hier drin. No! Leute, wisst ihr was? Wir machen den nicht. Wir gehen jetzt zu den Raids. So, Leute, ich weiß nicht, wie ich hier am Laufen bin, aber der Raid geht gleich los und dort gehen wir doch direkt mal rein, Leute. Chest Raid erinnert mich sehr an Anime Fighters Simulator, an die Raids, aber okay, was soll's. Gehen wir jetzt hier mal rein und mal schauen, wie das Ganze hier ist. Und join now, joinen wir rein. Chest Raid is starting, wir können nicht reinjoinen. Perfekt, funktioniert super auf jeden Fall an der Stelle. Muss ich sagen, Hut ab. Ja, wow. So, Leute, jetzt werden nochmal 10 der neuen Exclusive Eggs von dem Super Jelly Egg öffnen. Und ich finde Titanic Jelly Dragon schon richtig, richtig cool. Ich denke zwar nicht, dass ich den bekommen kann, aber ich meine, ein Versuch ist es wert. Wir öffnen nur 10. In einem der zukünftigen Videos will ich noch mehr davon öffnen. Also, ja, ich bin mal sehr gespannt, ob wir vielleicht einen von denen bekommen können. Also, dass wir jetzt nicht den Titanic bekommen, ist ja klar. Aber Leute, wir machen es jetzt einfach. Falls du dir übrigens Robux oder Roblox bei mir kaufst, mach das doch gerne mit Starco Jojo. Hier gibt es noch den Huge Jelly Axolotl und einen Huge Jelly Monkey. Sehen cool aus, muss ich sagen. Wir öffnen 10 Stück. Ich habe auch gehört, das soll die Egg Mastery wohl sehr, sehr krass boosten. Kaufen wir uns das jetzt für 3200 Robux. Let's go, Leute. Und ich würde sagen, wir öffnen die jetzt einfach Step by Step, weil, ja, wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Zack, öffnen wir eins. Und hoffentlich kriegen wir hier in der neuen Welt ein Huge raus. Come on, come on. Und ja, das hat schon mal nicht so gut angefangen, Leute. Einen Jelly Axolotl. Öffnen wir hier direkt mal Egg Nummer 2. Und ja, es gibt tatsächlich sehr viel Egg Mastery. Das ist crazy. Und noch einen Jelly Axolotl. Come on. Es wäre richtig, richtig cool, Leute, wenn wir heute hier ein Huge Pet bekommen könnten. So, Leute, öffnen wir es. Und come on, come on, come on, come on, come on. Jelly Monkey. Naja, immerhin. Also, wir setzen mal hier unser Black Hole hin. Und mit der Power vom Black Hole werden wir jetzt hier das nächste öffnen. Und vielleicht kriegen wir jetzt hier irgendwas Krasses rauskommen. Schon, wenn wir jetzt das Titanic bekommen würden, Leute, wäre das mega episch. Naja, war ja klar. Aber okay, Leute, ist okay, ist okay. Jelly Axolotl sieht trotzdem cool aus. Ich finde die Jelly Pads an sich ziemlich cool. Öffnen wir einfach noch eins hier direkt. Und wir öffnen und öffnen und öffnen und öffnen und öffnen. Komm schon, huge, 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 huge. Noch ein Jelly Monkey. Öffnen wir einfach direkt das nächste Egg. Und zwar hier. Und jetzt kriegen wir aber hier ein Huge Pad raus. Huge Pad, huge Pad. Come on, come on, come on, come on, come on. Noch ein Jelly Monkey. Oh Mann. Okay, Leute. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Und noch den Jelly Monkey. Das kann doch nicht sein. Und mir fällt gerade auf, Leute, ich habe mir dieses Achievement, beziehungsweise dieses Upgrade hier gar nicht geholt. Snacken wir uns direkt auch mal. Drei Eggs haben wir noch und komm, die öffnen wir einfach alle auf einmal. Let's go, Leute. Komm schon, mindestens ein Huge. Bitte, 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 Game Preston. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir machen noch mehr von diesen Eggs auf in einem der weiteren Videos. Das heißt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, um das Ganze zu sehen. Und schreib mir in die Kommentare, wie findest du das neue Titanic-Pad?